Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farmers Dynasty. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja um das Haus gekümmert. Ich habe das noch ein bisschen ausgebessert. Ich habe jetzt nochmal hier so einen Graustreifen hier drüber gelegt. Ihr habt auch viele, viele Tipps geschickt, was man hier alles machen kann, dass ich mir einfach den Trecker da hinten am Baumarkt stellen kann, um halt hin und her zu fahren, weil der Busfahrer, glaube ich, mich schon persönlich mit Namen begrüßt. Und auch viele Tipps und Ideen zur Verbesserungen dementsprechend, ja, als Kommentar geschrieben. Hat mich sehr gefreut, viele Däumchen habt ihr da gelassen und euch gefällt das auf jeden Fall. Guck mal, ich habe jetzt hier so ein bisschen das Haus nochmal ein bisschen angepasst. Das sieht gut aus, ist auch ein neuer Morgen. Ich habe nochmal ein bisschen zwischen den Folgen ein bisschen was verbessert, habe jetzt oben hier diese graue Leiste gezogen. Ich denke, das sieht schon ganz cool aus. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich gucke nochmal kurz. Nö, sieht gut aus. So, Kontostand ist natürlich auch dementsprechend angepasst worden. Ihr habt auch ein paar Tipps gegeben, was ich noch bearbeiten kann, worauf ich achten soll und so weiter. Und ich habe oben, glaube ich, noch so ein bisschen Ziegel vergessen. Sehe ich gerade auf dem Dach. Da müsste ich nochmal was nachbessern. Ihr hattet auch gesagt, vielleicht oben das als Tipp, dass man das auch nochmal oben mit anpasst. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Okay, gut. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu den Hühnern und dann schauen wir mal, was wir in der heutigen Folge machen. Und werden erstmal die Eier einsammeln, denn die Hühner waren wieder fleißig und da kommt das Gedudel wieder und der Hahn da oben, der kräht und ja. Und so weiter und so fort. So, dann gucken wir gleich mal bei unserem Gewächshaus rein. So. Das war auch. So. Dann sammeln wir erstmal alles ein. Da werden wir dementsprechend auch nochmal fix hier die Kühe gleich melken. So. Und dann geht es dann auch gleich schon weiter. So. Eier haben wir eingesammelt. Das reicht erstmal. Dann gehen wir mal zu den, die Tauben. Keine Ahnung. Die sind, glaube ich, einfach nur Zierde. Ich weiß nicht, was man damit noch machen kann. Ob man dann mit Liebesbriefe an unsere Liebste schicken kann. Whatever. Oh, ja, der Rex. Wir geben dir erstmal eine Wurst. So. Ja, fein. Guck mal, der mag mich. Ich hoffe, Jeanette mag uns auch bald, sodass wir die auch heiraten können. Dass wir endlich mal hier letztendlich dann auch die, so, lass mal gucken hier, die Eier dementsprechend einsammeln hier von den Enten. Ne? Die kann man noch nicht verarbeiten, schade eigentlich. Vielleicht kann man die dann später nochmal verarbeiten. So, jetzt wollen wir mal hier erstmal alles einsammeln. Wir werden gleich ins Gewächshaus auch nochmal schauen. So. Ich habe immer so die Sache, dass die dann ab einer gewissen Uhrzeit, glaube ich, erst rausgehen. Das hier mit der Skalierung, das müsste man vielleicht auch nochmal anpassen, dass man auch nochmal so ein bisschen den Fokus setzt, weil manchmal ist es echt schwierig oder so ein kleiner Punkt hier wäre vielleicht als Navigation auch nicht verkehrt, dass man da direkt draufklicken kann. So, ja, ansonsten werden wir mal schauen, was wir noch in der Folge machen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Haben wir Aufträge? Jo, guck mal, wir haben Aufträge. Wir haben einmal einen Transportauftrag. Wir haben eine Gebäudereparatur. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und hier oben haben wir, was haben wir da oben? Auch eine Transportmission wieder zur Verfügung. Das heißt, da könnten wir auch nochmal was machen. Ein Gebäude vielleicht nochmal reparieren. Müssen wir auch mal schauen. Dann gehen wir jetzt gleich hier zu den Kühen. Mal kurz noch was gucken. Hier auch mal auf der Karte ein bisschen. Ja, was machen wir denn? Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, wir werden das andere Haus reparieren, um wieder ein bisschen Moneten zu bekommen. Schauen wir. Ah, komm, wir gehen erst zu den Kühen. So, mal gucken, ob sich die Produktion erhöht hat, weil wir hatten das ja hier verbessert. Eine Kuh fehlt uns noch. Oh, ich bin hungrig. Oh, ich habe nichts gegessen. Wir werden erstmal hier uns ein paar Eier rein. Ah, hier mal hier. So ein bisschen. Zack. Und dann ballern wir uns noch ein paar Eier rein. So, jetzt sind wir wieder gut gesättigt. So, Astrid, auf geht's. Erstmal eine Kuh melken hier. So.
Die Hildegard steht auch schon mit am Start. So, dann wollen wir hier auch nochmal eine Runde melken. Also ich sehe bisher keinen größeren Ertrag. Also 2 Milch. So, dann haben wir die Brunhilde. Also ich kriege immer noch 2 mit dazu. Also es hat sich jetzt nicht verändert, meiner Meinung nach, ne? So. Er hat dann auch gesagt, ich soll nicht immer so viel hin und her springen. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Dass man da vorher auch sich mal ungefähr ausmisst, was man jetzt hier braucht und so weiter. Den Kuhstall werden wir, glaube ich, als nächstes machen. Müssen wir mal gucken, dass wir den auch nochmal auf Vordermann bringen, so rein optisch. Und ja, das Haus müssen wir auch weitermachen, weil ich glaube, Jeanette wird da nicht wirklich einziehen wollen. So. Da geht's weiter. So, die haben auch wieder gemolken. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Bertha. So, ein bisschen mehr Milch haben wir bekommen. Aber jetzt nicht viel mehr, ne? Gucken mal, wie viel Milch wir jetzt haben. 19 Stück. Werden das immer weniger oder haben die nichts mehr zu essen? Doch. 8 Kühe im Besitz. 54% Stroh gelagert. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Das passt soweit. Okay, gut. Haben wir das auch erledigt? Da gucken wir nochmal fix hier im Gewächshaus vorbei. Ich hoffe, wir können hier bald mal ernten. Ich werde auch bald mal wieder ein bisschen vorspulen. Das Feld wächst soweit. Die Erbsen und der... Was haben wir da nochmal gesehen? Ich glaube, Raps war es, ne? So, was haben wir denn da? Ich glaube, Raps. Raps war es. Wir gucken nochmal kurz, bevor wir ins Gewächshaus gehen. So, wir haben hier Raps, genau, und Erbsen. So. So, gehen wir nochmal hier rein. Da ist auf jeden Fall, denke ich mal, noch nichts erntereif, aber wir müssen das natürlich wieder wässern. So, Bude zu hier. So, einmal drauf drücken hier. Ne, erntebar ist noch nichts, aber ihr seht schon, die Tomaten, die wachsen langsam. Es geht langsam los hier. Und ansonsten ist das hier auch schon... Ja, die Zucchini... Können wir die aufnehmen? Sind die fertig? Warte mal. Aufnehmen Zucchini. Sind die fertig? Ich weiß gar nicht. Warte mal. Das sieht auf jeden Fall schon fertig aus, ne? Gucken wir mal. Jo, die Zucchinis sind fertig. Jo, Leute. Frische Zucchinis. So, machen wir mal fix hier ein Foto von. Zack. Fürs Let's Play. Zucchini sind fertig. Sehr gut. Da müssen wir gleich wieder was Neues platzieren. So. Ach, guck mal. Hier. Die Zucchini. Sind alle fertig. Ist ja wunderbar. Können wir gleich wieder neue Sachen reinpacken. Ah, frische Zucchinis. Ne, die haben zwar keinen Geschmack, ne, aber wir können damit gleich wieder Geld verdienen, können das gleich noch verarbeiten. Och, klasse. Und können dann... Ach, guck mal, neue Sachen platzieren. So, wir gucken mal. Setzlinge. Oh, Melonen können wir auch noch machen. Paprika. Ach, guck mal. Ich würde sagen, wir machen ein paar Melonen. Das machen wir mal soweit fertig. So, Melonen. Zack. Ja, mit Zucchini kann man halt lecker mit Reis machen und so. Eine lecker Reispfanne oder sowas. Oder kann man auch füllen. Ne? Oder hier mit Hackfleisch zum Beispiel. Und, oder mit Käse überbacken. Oder was weiß ich, was man damit machen kann. Ist halt sehr geschmacksneutral. Ernte, cool. Nice. So. Mal gucken, wie viel Geld wir dafür bekommen, wenn wir die Zucchini verarbeiten. Bei dem Jutenmann. So, jetzt haben wir da neue Setzlinge gesetzt. Ansonsten, nee. Das muss noch alles hier. Der Rest muss auf jeden Fall noch wachsen. Die Tomaten sind auch bald fertig. Ich denke mal, da dauert es auch nicht mehr lange. So. Ach, cool. So. Und weiter geht's. So, wir gehen mal ins Haus und verarbeiten den ganzen Knalleralatsch. So. Machen wir den Kuhstall gleich fertig? Ja, müssen wir mal gucken, ey. So, wir gehen jetzt erstmal rein hier. Einmal durchlüften lassen. Und jetzt verarbeiten wir erstmal. Was haben wir denn da? Oh, Zucchini-Suppe. Lecker. Oh, 200 Stück, ey. 204. Das ist schon ganz schön viel. Oha. Mal gucken, wie viel Geld wir dafür bekommen. Zack. So, dann
verarbeiten wir noch hier die Milch zu Dosenmilch. So. War auf jeden Fall eine neue Küche hier. Ist ja total abgeranzt hier. Und die Eier werden auch noch gekocht. So. Dann haben wir das auch fertig. Dann gehen wir mal zu John rüber. Und dann fahren wir gleich mit dem Trecker letztendlich mal hin und her und können dann zwischen dem Drescher und dem Trecker springen. Sollen wir mal kurz zu. So. Also mir gefällt das echt cool, das Haus. Also ist echt schick geworden. Sieht gut aus. Von außen zumindest. Da oben müssen wir nochmal ein bisschen gleich mit Ziegeln nachbessern. Müssen mal gucken, was in der Folge noch machen. Schauen wir mal. Wir gehen erstmal zu John rüber. Und verkaufen jetzt erstmal. Boah, Zucchini-Suppe. Ja, nice. Oh, das rollende Fass wieder hier. Muss er mal befestigen hier. Guck mal, kann sich auch hier hinsetzen. Schön entspannen. Ja, Mahlzeit. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, wie immer doch, ne? So. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Nee, was brauchst du, mein Freund? Wie immer, ne? So, wir gucken erstmal die Eier. Guck mal, wir können die Sachen erstmal essen hier. Das reicht ja erstmal. Oh, guck mal, 278 Euro für die Eier. So, das heißt, wir haben jetzt 7.288 Euro. Dann die Milch. 122 Euro. Und, jetzt bin ich gespannt, Trommelwirbel. Oh, 1.500 Euro. Ey, das lohnt sich wirklich. Das ist ja richtig geil. Boah, 1.500. Guck mal, jetzt haben wir wieder fast 9.000 Euro. Oh, das ist ja cool. So, was haben wir jetzt eigentlich der Janette schon alles geschenkt? Also die Rose, die Tulpe hatten wir geschenkt. Den Rosenstrauß. Ich glaube, das hier hatten wir geschenkt. Und das nächste wäre, glaube ich, hier der silberne Ring. Goldener Ring. Ich glaube, der silberne Ring, den haben wir ja noch. Den haben wir ja gefunden. So, guck mal, Fisch haben wir hier auch noch. Das können wir auch noch verkaufen. Aber das behalten wir jetzt erstmal. Würstchen haben wir auch noch genug. Ja gut, wir können jetzt auch noch hier die Eier verkaufen, das sind 12 Euro. Die kann man leider nicht verarbeiten, lohnt sich nicht. Die kann man eher für den Eigenverzehr nutzen. So, cool. Das heißt, wir haben wieder ordentlich Patas. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Und dann schnappe ich mir mal den Träger. Der steht mich da vorne. Eine Runde angeln könnten wir eigentlich auch mal. Da müssen wir uns, glaube ich, noch eine Angelrute kaufen, oder? Haben wir schon eine? Nee. Eine Angelrute müssen wir uns auch noch kaufen. So, dann gehen wir mal rein hier. Beziehungsweise schnappen wir uns mal den Träger. So, und fahren jetzt den mal rüber zum Baumarkt. Und werden den dann als Spawn-Objekt, also als Sprungmittel nutzen, dass wir dann hin und her springen können. Zwischen Drescher und Traktor, weil den brauchen wir aktuell nicht. Ah, ich denke mal, das mit dem Gewächshaus, das scheint sehr lukrativ zu sein, ne? Da müssen wir auf jeden Fall noch mal gucken. Ich würde auch vielleicht vorschlagen, dass wir den Kuhstall jetzt mal soweit fertig machen. Wo müssen wir denn hoch? Warte mal, mal kurz gucken. Wir müssen, genau, der Straße lang. Und dann kommen wir auch direkt zum Baumarkt raus. Weil ich glaube, das mit den Feldern, das ist echt nicht lukrativ, ne? Da müsste auf jeden Fall noch was gemacht werden. Also, ich weiß nicht, ey. Das heißt, die Ernte hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Für 204 Zucchini, 1500, das war jetzt noch nicht mal eine komplette Reihe. Wir müssen da nochmal schauen, was Melonen bringen und so weiter. Das müssen wir uns mal alles so durchrechnen. Aber ich denke, das ein oder andere macht auf jeden Fall Sinn. Wir hatten mal wieder den Verkehr auf hier mit unserem rasend schnellen John Beer. So, dann sind wir jetzt gleich hier beim Baustoffhändler. Und da platzieren wir jetzt erstmal den Traktor, sodass wir dann hin und her quasi springen können. Ne, Rauputz ist natürlich für innen. So, warte mal. So, jetzt springen wir mal hier hin. So, den stellen wir mal hier ab. So, also das Keramikdach 36 Stück. Ich glaube, das sollte reichen. Ziegel haben wir noch 28. Feinputz ist natürlich für drin. Genau wie Rauputz. Betonputz ist für außen.
Ne, das hattet ihr auch nochmal erklärt in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Tipps. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Keramikdach und machen das Dach von der Scheune einfach mal neu. Und jetzt können wir hier hin und her springen. Ich hoffe, ja. So. Jetzt können wir nämlich hier hin und her springen und können das hier soweit schick machen. Die Optik würde ich einfach so lassen hier von der Scheune. Die finde ich schon ganz cool. Wird dann nur neues Holz verwenden und auch die Ziegel erneuern und sowas. Das ist bei der Scheune. Und ansonsten hier beim Kuhstall würde ich das gleiche machen. Weil optisch will ich den schon so lassen, aber mit neuem Holz versehen und so weiter. Das heißt, wir stellen jetzt hier erstmal soweit das Gerüst auf und rüsten das ein. So. Damit wir dann auch gleich aufs Dach kommen. Weil wir haben jetzt wieder Geld eingenommen. Das heißt, das können wir auch direkt wieder investieren. Wir müssen natürlich noch einige Tätigkeiten am Haus machen. Ah, ich würde jetzt erstmal... Ah, ich zäune das jetzt erstmal ein. So, eingezäunt haben wir es, weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch was tun. So. Das heißt, das wäre das nächste Projekt. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir könnten natürlich jetzt erstmal von innen das Haus fertig machen, ne? Weil ich wäre dafür, eins nach dem anderen zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe das zumindest so, dass wir hier alles Schritt für Schritt machen. Also nächste große Baustelle wäre jetzt quasi hier das, ich guck mal, was habe ich in der Hand? Ach, die habe ich jetzt schon mitgenommen, ne? Ja gut, mit den Dachdecken können wir jetzt einfach schon mal anfangen. Dass wir das Dach schon mal hiervon decken. Und dass wir dann in den nächsten Folgen dann mit unserem Haus weitermachen. Oder erstmal die Sachen verbauen, hattet ihr auch gesagt, die wir schon haben. Weil da geben wir ja kein Geld für aus. So, jetzt machen wir hier erstmal das Keramikdach neu. Ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Hattet ihr auch geschrieben, wie man jetzt optisch irgendwas anpasst. Ich glaube, die 36 Stück sollten da auf jeden Fall ausreichen. So. Nee, reicht nicht aus. Aber, ach, der Hund wieder auf dem Dach. Na, nice. So, wir können ja jetzt hier hin und her springen. Das ist echt ein guter Tipp, ey. Vielen Dank. Na gut, die haben jetzt aufgebraucht. Wir werden nochmal ein bisschen Keramikdach kaufen. So. Stimmt, der braucht ja immer verschiedene. Muss mal gucken, wie viele Punkte man da hat, ne? So. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es geht viel schneller, als mit dem Bus zu fahren. Und der Busfahrer begrüßt uns ja nicht persönlich mit Namen. Aber er kennt uns ja. So. Dann machen wir jetzt hier weiter. Das heißt, das Dach haben wir dann auch schon mal erneuert. So, die andere Seite jetzt auch. Der Hund kommt wieder hoch, ne? Ist auch toll, dass der Hund uns da folgt. Das, liebe Entwickler, bitte nochmal anpassen. Nicht, dass er uns noch auf, Achtung, Karlauer, aufs Dach steigt. So. Weiter geht's. So. Oh Mann. Aufs Dach steigen, ey, geil. So. Das haben wir auch fertig, das Dach. So, cool. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal cool aus. So, Dach haben wir fertig. Das heißt, das ist soweit fertig. Ansonsten, da drüben ist, bleibt das beim Holzdach, würde ich jetzt sagen. Da drüben, ich weiß nicht, kann ich das noch verändern? Da müssen wir mal schauen, inwieweit wir das anpassen können. So, das Gerüst lassen wir auf jeden Fall erstmal stehen, weil da haben wir noch einiges zu tun. So, gehen jetzt hier erstmal runter. Und können nochmal kurz, ich vielleicht hier nochmal hochgehen, dass wir nochmal hier das
das Dach da soweit fertig mache. Ich guck mal, da können wir hoch. Genau, und dann stellen wir das da nochmal hin. Dann machen wir noch oben hier. Ah, guck mal, das sieht auch doof aus hier. Warte mal, kann ich das auch? Ah ja. Dann machen wir auch ein Keramikdach drauf. Weil das sieht nämlich auch aus. Das ist ja dieses Bitumen. Das finde ich jetzt optisch nicht so toll. So, jetzt haben wir das auch noch fertig. Ansonsten sollte das jetzt passen, ne? Jo. Dann stellen wir hier auch nochmal ein Gerüst hin, sodass wir da hochkommen. So. Und dann springen wir nochmal zu unserem Fahrzeug. So, und holen noch ein bisschen Ziegel. So. Springen dann wieder zurück. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. So. So, dann gehen wir da auch nochmal hoch. Dann können wir das wieder abrüsten, weil ich glaube, dann sind wir hiermit soweit fertig, ne? Oder war da auch noch ein Vordach? Ich weiß gar nicht. Warte mal. Nee, hier war kein Vordach mehr. So, das passt soweit. So. So, das machen wir jetzt auch nochmal fertig. Mit den Ziegel hier. So. Er hat halt auch gesagt, das hätte man jetzt auch noch rot machen können. Aber ich finde das mit dem Ziegel, das setzt das nochmal so ein bisschen herab. Ne? Ist wie gesagt Geschmackssache. Ich finde das jetzt optisch besser. So, jetzt können wir noch die restlichen Ziegel nochmal verwenden. Die wir da brauchen. Ich könnte auch einmal rumlaufen und gucken, wie viel Ziegel wir da genau brauchen. Das hattet ihr auch als Tipp gesagt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, das bauen wir mal ab hier. So, dann gehen wir wieder runter. Dann bauen wir das hier auch mal ab. Und na komm. Bau ab hier. So, baut, ja, jetzt. So, das haben wir auch. Ne, du gehst jetzt nicht hoch, mein Freund. So, komm, wir streicheln immer. Ja, fein. So, Leute. Ich würde sagen, ich verwende noch mal kurz die Ziegel hier. Die letzten. Da können wir nämlich hier schon mal anfangen. So. Sieht auch optisch cool aus mit den Ziegeln. Also, ich finde das echt schön. Das hat so ein bisschen so dieses alte Flair so schon beibehalten werden, ne? Ich glaube, das müssen wir dann mit neuem Holz verbessern und dann noch mit diesen mit dieser Lasur verbessern. So. Vielleicht reicht das. Na, es reicht nicht ganz, um einmal rumzukommen. Würde ich jetzt sagen. Und oben können wir auch Holz dementsprechend nehmen. Aber das mit den Ziegeln finde ich schon. So, jetzt haben wir hier alles aufgebraucht. Und bedeutet, wir brauchen hier 2, 4, 6, 8. Ich glaube, eine Palette werden wir dafür noch benötigen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da. Und über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.